Servus und herzlich willkommen. Ja, Kings of War hat mich doch ein wenig motiviert, hier was zu machen. Nach dem letzten Video, wo ich euch die Helden vorgestellt habe, möchte ich euch heute eine Einheit der Night Stalker vorstellen. Was es ist, nach dem Intro mehr. Ja, ihr habt es richtig erkannt. Es handelt sich um die Night Stalker. Also Night Stalker ist die Einheit, aber das sind die Shadowhounds, die Schattenhunde. Und ja, erster Blick, gibt es auch hier Mantic Points? Ja, auch hier bekommt ihr zwei Mantic Points für die Box. Das Einlösen, mal schauen, was es hier gibt. Vielleicht Online-Angebote, die man sich so downloaden kann. Ja, und da sind so viel wie 5 dieser Schattenhunde drinnen. Und die werden wir uns jetzt im Detail ansehen. Ja, wie versprochen, jetzt der Blick in die Shadowhounds Box, auf den Inhalt. Ich beginne mal mit der Base, die ist nämlich interessanterweise 125x50mm, eine Kavallerie-Base. Und dann haben wir zwei Tüten drinnen. Wir lesen können es Army Shadowhound. Machen wir mal Tüte Nummer 1 auf. So, ja, das wäre natürlich schön, wenn das jetzt hier so rausgeht. Ja, das sind jetzt schon mehr Teile für zwei Hunde. Also, ich denke, der Körper ist sehr gut. Moment, vielleicht mit dem Licht ein wenig anders. Und so. Ja, also, der Körper, ja, sehr feine Struktur. Noch hier wieder die aufgerissenen Mäuler, die Zunge, die raushängt, die vielen Zähne, diese monströsen Totenköpfe am Körper, Stacheln. Ja, also die sehen schon böse aus. Wie immer bei Resin-Güssen, ja, es ist einiges an Angüssen, das ist klar. Das hat man halt, die Krallen, Pfoten, auch sehr schön wiedergegeben. Ja, okay, man muss hier ein wenig verschleifen. Das ist, glaube ich, eigentlich normal bei Resin. Also, ich messe dem jetzt keine irgendwelche schlechte Kritik zu oder was. Auch hier mal rausschütteln. Hier sind die anderen drei enthalten. Ja, okay, hier beim Schwanz dürfte was schief gegangen sein. Ja, kann man kaschieren, ist jetzt nicht die großartige, eine großartige Problematik. Hier muss man ein bisschen feilen, aber im Großen und Ganzen sind diese Schattenhunde doch schön und ja, sie machen auch einen gewissen gruseligen Eindruck eigentlich. Die Pfoten, ja, kann man eigentlich nicht meckern. Ja, also das wäre jetzt schon sehr hohes Niveau, weil es gibt schlechtere Resingüsse bei Weitem. Ja, dann schauen wir mal gemeinsam, was können diese Schattenhunde denn? Also sie zählen als Kavallerie, sind mit einem Sternchen versehen, die Insider wissen da mehr, das ist, zählt irgendwie zum Armeeaufbau. Zählen als Kavallerie, haben eine Höhe von 2. Auch die sind schnell mit einem Speed von 4, einem Melee von 4 und einem Defense von 4. Und es gibt sie in Troop oder Regiment Size, also das ist hier jetzt ein
Trupp, den ich euch zeige. Der hat eben 5 Miniaturen, hat 10 Attacken, Lebenspunkte von 11, 13, kostet 125 Punkte. Interessant ist dann natürlich das Regiment der Shadowhounds mit dem ganzen mal 2 quasi. Also 10 dieser Wazis, die haben immerhin 20 Attacken, haben 14, 16 Lebenspunkte und kosten 190 Punkte. Was haben sie denn als Spezialregel, was sie interessant macht? Sie haben Mindthirst, Nimble, sie haben Regeneration auf 5 plus dabei, sie haben Stealthy und Thunderous Charge 1. Also, ja, die können sich schon ganz schön auswirken. Und Keywords sind Beasts und Nightmare, was sie haben. Ja, also die Schattenhunde, wie gesagt, hier geht meine Empfehlung eher ins Regiment. Aber ich wollte euch einmal den Trupp zeigen und ja, wenn die von den Gussrahmen befreit sind, zusammengeklebt sind, grundiert, da kann man sich auch farblich ein wenig austoben. Bin ich schon gespannt. Tja, die Schattenhunde. Bisschen was zum Machen, jetzt vom Zusammenbau her, vom Entsäubern. Aber wie ihr gesehen habt, eine interessante Einheit, die man vielleicht sogar vergrößern sollte. Also jetzt nicht nur auf Trupp, sondern die nächstgrößere Option draus machen. Weil dann sind sie wirklich böse. Ja? Ihr habt es in den States gehört, was sie können. Und ja, ich denke, das ist eine Einheit, die dem Gegner doch sehr ärgern kann, sagen wir so. Es geht nicht ums Vernichten, das will ich jetzt gar nicht glauben, aber die können einen schon ganz schön am Geist gehen, ja? Wenn sie so auf einmal hinter dir oder neben dir stehen. Ja, bin schon gespannt, wie sich die dann wirklich zusammenbauen lassen. Und die Bemalung, das sage ich jetzt, ist bei diesen Miniaturen, deswegen habe ich mir auch die Nightstalker gewählt, ja doch etwas easy. Hier kann man schön mit Contrast oder Speed Paints arbeiten. Ja, das war's für heute. Nicht vergessen, Kings of War Aufbauliga in Kasselsdorf. Infos kriegst du dazu auch bei uns am Discord-Server. Oder falls ihr Fragen habt, einfach hinschreiben. Ansonsten danke, dass du dabei warst und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und Servus aus Wien.